Hallo Freunde, ich zeige euch eine Partie mit der Owens-Verteidigung nach B6 und Läufer B7. Die gilt in Super-Großmeisterkreisen als eher zweifelhaft oder anrüchig. In Nicht-Super-Großmeisterkreisen aber ist sie völlig spielbar und der Weg für Weiß ist auch ein sehr schmaler, um vom Weg abzukommen und in Gefahr zu geraten. Und dann kann ja, eine Menge passieren, so wie in dieser Partie. Und die schauen wir uns jetzt heute an. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zurück beim Schachstrategen. Schön, dass du da dabei bist. Wenn dir meine Videos gefallen, lass doch irgendeine Reaktion in irgendeiner Form da. Also, wir gucken uns heute die Partie von IM Hruška gegen IM Baker an. Beide mit 2-4 ungefähr, 2-3-40, 2-3-85. Gleich für ein IM über den Zenit hinaus, aber trotzdem können natürlich beide weiterhin Schach spielen. Und ja, die Partie hatte es tatsächlich auch in sich. Sie begannen mit D4, E6. F3, B6, eher ungewöhnlich, denn Weiß kann jetzt das Zentrum besetzen, macht er auch, und Läufer B7, und dann sind wir über Zugumstellung in der Owens-Verteidigung, und da erkennen wir zumindest schon mal die Idee, nämlich diesen E4 unter Druck zu setzen. Den wird Weiß im Regelfall verteidigen, mit Figurenentwicklung, alles in Ordnung, Schwarz macht wieder seinerseits Figurenentwicklung, und durch diese Festlung hier auch wieder Druck auf den E4, Läufer D3, wunderbar. Springer F6 und wieder ist dieser Bauer angegriffen. Und hier ja, macht Weiß vielleicht einen kleinen Fehler. Sicherlich ist die Rochade hier ein absolut legitimer Weg und eine Möglichkeit. Allerdings könnte Schwarz dann, also ich zeige mal eine Variante, seinen Läuferpaar abgeben, den schwarzfeldigen Läufer abgeben und diesen E4 gewinnen. Und jetzt ist halt immer die Frage, wie viel Wirkung hat dieser Läufer auf C1, ja, kann der auf dieser Diagonale irgendwas machen? Ah, was? Unklar, ja. Kommt vielleicht D6. Oder macht der vielleicht auf dieser Diagonale irgendwann irgendwas? Ja, schwer zu sagen. Ein Gambit, das sicherlich auch schon mal gespielt wurde. Objektiv vielleicht nicht super ausreichend ist, aber sicherlich interessant ist. Wir gehen wieder zurück zur Partie. Und Dame E2 wäre so der klassische Hauptzug, ja, einfach den E4 decken und danach weiter auch hier. Aber in der Partie hat sich Weiß dazu entschlossen, mal E5 zu spielen und diesen Bauern hier mit dem Raumvorteil zu nutzen, den Springer anzugreifen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wir Raumvorteil bekommen, hat aber auch den Vorteil für Schwarz, dass dieser Läufer natürlich jetzt hier schön frei ist. Mal schauen, was da so geht. Der Springer hüpft nach E4 rein und der C3 ist angegriffen. Und den deckt Weiß mit Läufer T2. Und jetzt sehen wir natürlich ja, schon so ein bisschen passiv, zum einen. Zum zweiten gibt Weiß auch noch das Läuferpaar ab. Das nimmt sich Schwarz. Und Weiß muss sich natürlich jetzt entscheiden, wie schlage ich jetzt überhaupt zurück? Mit der Dame, mit dem Springer, mit dem König? In der Partie folgte Dame D2. Und wir gucken mal eben ganz kurz, was hätte passieren können, wenn er mit dem Springer schlägt. Jetzt spielt Schwarz Dame G5 und greift den G2 an. Schwarz versucht, die Initiative zu übernehmen. Ja? Zum Beispiel kann Weiß jetzt nicht kurz rochieren. Vielleicht sollten wir als Nebenvariante nicht unbedingt diesen Bauern schlagen, weil wir dann auf G7 eben auch einen Bauern verlieren. Vielleicht kommt die Dame dann hier raus und dann steht unser König vielleicht selber im Beschuss. Das macht nichts, keinen großen Sinn. Ja? Dieser Bauerngewinn auf G2 wäre nur temporär gewesen. In der Partie folgte Dame schlägt D2. Okay, und jetzt hat Weiß natürlich auch die Möglichkeit, lang zu rochieren. Okay, aber natürlich ist die Dame jetzt hier nicht mehr auf F3 drauf und kann Schwarz dann jetzt hier nicht seinen Läufer abgeben und dem Weißen hier so einen Doppelbauern verpassen? Ja, kann er, hat er auch gemacht. Aber das alleine, ja, diesen schönen Läufer abzugeben für die Bauernstruktur. Ich mag das so grundsätzlich, wenn ich weiß oder glaube zu verstehen, dass die Bauernstruktur halt einen größeren Einfluss auf die Stellung hat als der Läufer selber. Andererseits muss ich natürlich aber auch aufpassen, dieser Läufer kann ja zum Beispiel nach E4 gehen, schöne Diagonale. Und das muss ich ein bisschen abschätzen. Und das hat Schwarz hier gemacht. Und er hat sich gedacht, ich
entwickelt weiter eine Figur mit Springer C6, greift in D4 an. Und weil auch der Verteidiger von D4 jetzt getauscht wurde. Ne? So, Schwarz hat seine Entwicklung also beendet und versucht mit Springer C6 zum Beispiel oder Dame H4 Ideen den Druck zu erhöhen auf das weiße Zentrum, auf die Bauern. Ja? So ähnlich wie eine alljährliche Verteidigung, wenn die Bauern zu schnell, zu weit vorrücken, ja, geraten sie vielleicht von hinten irgendwie auf unter Druck. Weiß spielt Läufer E4. Das macht Sinn, ja, diesen Springer hier ein bisschen zu fesseln. Okay, aber jetzt kommt der Zug, auf den sich Schwarz verlassen hat bei diesem System. Ja, wenn er jetzt nichts macht, dann würde es, also Dame H4 würde jetzt gar nicht so viel bringen, ja, weil der D4 dann kein Angriff mehr wäre, weil es könnte zum Beispiel lange rochieren und dann vielleicht sogar irgendwann F4 diesen Bauern hier schützen, D4, D5 die Stellung öffnen. Und damit mit Raumvorteil und dass dieser Läufer zur Wirkung kommt. Und das muss Schwarz natürlich verhindern. Und das hat er gemacht durch den Zug F7, F5. Und jetzt wird es natürlich kompliziert. Denn wir greifen diesen Läufer an. Aber Moment, dieser Läufer kann doch jetzt hier auf C6 schlagen. Was ist los? In der Partie folgte E schlägt F6. Aber das müssen wir uns natürlich angucken. Was passiert denn, wenn Weiß jetzt hier auf C6 schlägt? Wir schlagen zurück und jetzt sehen wir, ja, jetzt haben wir hier natürlich auch eine komische Bauernstruktur. Ne? Also hier ist quasi alles komisch. Und trotzdem, die schwarzen Bauern sind ja zumindest in sich noch ein bisschen kompakt. Gerade die Damenflügelbauern decken sich gegenseitig, nehmen viele Felder weg. Die D-Linie ist auf. Der D4 als rückständiger Bauer, eine Zielscheibe. Gerade dieser Bauer, wir wissen, das Feld vor dem Isolani oder vor dem rückständigen Bauern ist ein ganz wichtiges Feld, damit der sich nie auflösen kann. Damit wird Weiß für den Rest der Partie auf diesem Bauern hängen bleiben. Wenn Schwarz hier auf der D-Linie seine Schwerfiguren vertrippelt, ja, und dann vielleicht mit C6, C5 nochmal anhebelt, das kann kritisch werden. Und die Bauern E6 oder C6 sind auch viel schwieriger anzugreifen als diese Bauern hier. Ja, und von daher, die Abschätzung von Weiß, von Schwarz, dass der Weiße hier mehr zu kämpfen hat mit seinen Bauernschwächen, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Und deswegen hat Weiß eben nicht auf C6 geschlagen. Problem ist, ja, wenn der Läufer jetzt wegzieht, wieder, dann hängt der D4. Ne? Also bleibt nur noch dieses en passant. Okay, Dame F6. Und im Grunde könnte Weiß jetzt hier wieder schlagen auf C6. Er hat A2, A3 gespielt. Wenn er jetzt hier schlägt auf C6, das Stellungsbild ist im Grunde ähnlich wie eben. Ja, dieser E6 hier kann jetzt aufgrund der offenen E-Linie noch mehr zur Schwäche werden als vorher. Ja. Trotzdem glaube ich, dass die weißen Bauern auf F3 und D4 eben auch so schwach sind, dass Schwarz hier völlig ausreichendes Spiel hat, ja, und sehr schnell, auch mit der kurzen Rochade hier auf der F-Linie, sehr schnell sehr viel Druck machen kann auf die Bauern, sodass Weiß wahrscheinlich eher reagieren muss und Schwarz agieren kann. Zum Beispiel könnte das dann so aussehen, wenn Weiß versucht, alle Bauern zu decken, dann ist Schwarz eben bereit, mit E6, E5 das Zentrum zu öffnen. Der weiße König steht in der Mitte. Das will man mit Weiß auch nicht so richtig unbedingt. Und deswegen hat sich Weiß gedacht, okay, dann schlage ich nicht auf C6, sondern spiele A3. Okay. Und ja, für uns, ja, wäre jetzt so eine normale Reaktion, oh, mein Läufer ist angegriffen, zieht ihn zurück, schlage ich hier irgendwas, was mache ich mit dem Läufer? Aber Chris Baker hatte eine andere Idee. Er dachte sich, ja, du greifst zwar eine Figur an, aber ich mache mal einen Gegenangriff auf diesen Läufer hier. Und jetzt wird es natürlich schon wieder etwas komplizierter und etwas wilder. Und jetzt seht ihr, das ist natürlich genau das, was Schwarz mit diesen Öffnungen auch will. Ne? Und um die Initiative kämpfen, ungewöhnliche Stellungen erreichen. Und das ist schon mal sehr gut gelungen bis hierhin.
Weiß schlägt hier auf B4 und Schwarz auf E4. Ja, also von Bauernstruktur hier im herkömmlichen Sinne hier noch überhaupt noch zu reden, ja, ist ja quasi der ganze Brett nur noch Doppelbauer, Einzelbauer. So, jetzt kann man sich nur noch im Grunde darauf verlassen, dass die eigene Figurenaktivität das alles kompensiert. Weiß schlägt mit dem Springer zurück, um eben aktive Figuren zu haben. Wir schauen mal auf eine Variante, wenn er hier sagt, ich schlage mit den Bauern. Jetzt habe ich zumindest einigermaßen meine Bauernstruktur wieder repariert und ja, wer weiß, wenn ich jetzt noch vielleicht zur langen Rochade komme, ob das nicht in Ordnung ist. Problem ist, Schwarz könnte hier lang rochieren, Druck auf D4 machen und nach D5, Tausch, ist eben der König von Weiß noch in der Mitte und Schwarz hat völlig ausreichendes Gegenspiel, ja, und mit dem Springer, der ist ja auch hier sehr aktiv. Die weißen Felder könnten, wenn der König hier hingeht, geschwächt sein. Dann könnte hier so ein Turmschwenk kommen. Oder vielleicht sogar der hier. Also Schwarz spielt hier nicht nur mit, sondern er steht hier auch noch deutlich besser. Und deswegen gucken wir uns wieder Springer schlecht E4 an. Der Zug greift die Dame an, ja, hat aber natürlich auch den Nachteil, dass der F3 weg ist. Und jetzt hängt nicht nur der H1-Turm und der E4-Springer, auch der weiße König kommt nicht zur Rochade. Weiß muss also Springer G3 spielen, um den beide Figuren zu retten. Schwarz macht die lange Rochade, greift den D4 an und der wird gedeckt. Okay, und jetzt könnte man ja auf den ersten Blick den Eindruck haben, ah, so halbwegs in Ordnung für Weiß. Ja. Vielleicht noch mit Dame E2 Dame tauschen, damit meinem König hier nichts passiert. Die A-Linie ist auch noch offen. Wer weiß, ob da nicht irgendwas geht, ja, gegen den schwarzen König. Der E-Bauer könnte schwach werden. 6 gegen 6 Bauern, immer noch sehr unklare Stellung. Aber Schwarz am Zug. Und der König ist eben noch nicht in Sicherheit und die Dame hat eben noch nicht das Tauschangebot gemacht. Ja, und dieses Tempo ist eben ja wichtig und fehlt dem Weißen. Was macht man in einer solchen Stellung mit Schwarz? Für die Mitte, Zentrum öffnen, kennen wir von den alten Meistern. Also, zack, E5. Damit lösen wir nicht nur unsere Schwäche auf, sondern hier öffnen wir, oder wir greifen das gegnerische Zentrum an. Wenn das auch wieder auseinanderfliegt, ja, unser Turm hier in der Mitte kann hier alles angreifen. Die E-Linie geht vielleicht auch für unseren anderen Turm. Alle schwarzen Figuren spielen aktiv mit. Eine fantastische Stellung. Aber hups, Weiß spielt B5. Haben wir den übersehen? Jetzt hängt hier unser Springer. Und wir spielen mal eine Variante. Wenn der Springer jetzt als Beispiel wegzöge, könnte Weiß doch jetzt hier Dame E2 spielen. Und nach dem Tausch mit dem Springer auf D4 zurückschlagen. Und dann wird auch wieder alles in Ordnung für Weiß. Ja, so mehr oder weniger. Halt, ne? Schwarz müsste vielleicht mal irgendwann noch mal hier den A7 decken. Schwarz steht hier sicherlich nicht schlechter, aber eben auch nicht mehr so krass irgendwie mit Initiative wie in der Partie. Und deswegen gucken wir uns mal an, was würde jeder kleine Tal in uns hier spielen? Naja, wir wollen die Mitte öffnen, den König jagen. Also, zack, Figuren opfern. Der C6, ja, ist jetzt weg. Aber dafür Tempo auf C3. Der Turm, die D-Linie geht auf. Und damit ist die lange Rochade für Weiß endgültig komplett Geschichte. Die E-Linie geht auf für den anderen Turm noch. Und für die Figur muss Weiß hier aber mal ordentlich leiden. Dame C3 versucht ein Tempogewinn auf die Dame. Ja, und hier könnt ihr mal kurz reinschauen, ob ihr die Fortsetzung für Schwarz findet. Denn hier gibt es die Möglichkeit, sehr schnell und sehr einfach fehlzugreifen, überraschenderweise. Und der Zug, der in der Partie gespielt wurde, Dame G2, ist der absolut richtige. Denn jetzt bleibt der weiße König hier wirklich im Zentrum stecken. Kommt weder zum Königsflügel noch zum Damenflügel. Wir schauen uns mal eine Variante an. Wenn nämlich zum HE8 gekommen wäre, ein Zug, der ja auch sehr offensichtlich aussieht, hier Schach geben, dann geht der König nach F1 und jetzt ist auf einmal überhaupt nicht mehr klar, wie
Ja, die Dame kommt hier nicht mehr rein, hat keinen Druck mehr. Wie, man weiß, hat natürlich hier Möglichkeiten, noch ein bisschen weiter zu spielen, aber der König ist gar nicht mehr in unmittelbarer Gefahr. Na, und wer weiß, ob hier der A-Bauer nicht fällt, der C-Bauer hier nicht so eine Art Problem darstellt für den eigenen König. Und diese Stellung ist hier tatsächlich schon wieder mehr am Ausgleich als am Vorteil für Schwarz. Und deswegen sollten wir hier unbedingt Dame G2 spielen. Und jetzt ist langfristig der König in Sicherheit, nicht mehr in Sicherheit zu bringen. Es folgt Turm H8 mit Angriff auf allen Ebenen. Weiß spielt Turm F1. Okay. Die Auswahl ist hier sicherlich auch sowieso schon eingeschränkt, weil man hat einfach nicht viel. Der Turm sollte wahrscheinlich ziehen, weil wenn Turm H nach E8 Schach kommt, muss der Springer ja dazwischen ziehen. Und dann wäre der Turm ungedeckt. Deswegen zieht er jetzt hier. Schach, Springer E2. Ja, und damit E4. Und jetzt sehen wir schon, wir haben die ersten unmissverständlichen Drohungen. Was machen wir mit Weiß? Mit Schach. Dame E3. Versuchen wir nochmal die E-Linie zu blockieren und da Bauernopfer den Gegner zu besänftigen. Ja, und hier können wir uns ja natürlich überlegen, wollen wir mit Weiß die Dame tauschen? Ja oder nein? Und wenn ihr mein Video mit dem richtigen Abtausch gesehen habt, dann wisst ihr, wenn wir einen Angriff haben oder der gegnerische König in Gefahr ist, dann wollen wir die Dame auf gar keinen Fall tauschen. Deswegen entzieht auch die schwarze Dame sich dem Angriff. So, und jetzt haben wir das Problem, wir greifen die Dame an, Abzugsangriff quasi. Und die Dame muss aber auch den E2 und das Feld D2 aber auch noch gedeckt halten. Und das wird langsam eng. Haben wir noch Turm C1 als Gegenangriff. Okay. Dann schlagen wir den B2. So, und jetzt kommt der Grund, warum Weiß dieses Schach hier eingeschoben hat. Wo man sich auf den ersten Blick fragt, hätte man sich das nicht irgendwie aufsparen können? Weiß spielt jetzt hier Turm D1. Mit der klaren Idee, wenn Schwarz zu gierig ist und die Dame schlägt, Schlüge, dann käme Turm D8 grundrein matt. Ups, das wäre, Aber Schwarz hat hier eine sehr einfache und gewinnbringende Fortsetzung. Ich nehme an, dass beide Spieler jetzt schon so ein bisschen Richtung Zeitnot unterwegs waren, dass Schwarz hier den wirklich klaren Gewinn ausgelassen hat. Er hat hier gespielt, Turm schlägt D1. Noch viel stärker ist aber Dame B4 Schach. Und jetzt haben wir das Problem, ja, Schach und die Dame ist ja auch noch angegriffen. Auf dieses Schach muss Weiß aber erstmal irgendwie reagieren. Und zum Beispiel Turm D2, upsala, zum Beispiel Turm D2 hätte die Folge, dass dieser Turm jetzt gefesselt ist. Das heißt, ich kann jetzt hier die Dame einfach schlagen und bin selber nicht grundrein matt. Und danach hängt der auch noch. Und auf Dame D2, ja, habe ich halt den Nachteil, dass immer noch Turm schlecht D2 geht. Und dann ist dieser immer noch gefesselt und mit Turm D8, ja, hält er auch noch vom Brett. Also das wäre das Allereinfachste gewesen aus schwarzer Sicht. Aber ich nehme an, ein bisschen Zeitnot wird hier eine Rolle gespielt haben. Turm D1 ist immer noch völlig ausreichend, um einen dicken Vorteil zu haben, denn wir gewinnen ja jetzt hier die Dame. Aber jetzt müssen wir zumindest noch mal einmal kurz aufpassen, dass wir hier nicht auf Grundreihe irgendwie matt gehen, gell? Und deswegen ist es vielleicht wichtig, diesen C6-Bauern mal zu entfernen. Und da versuchen wir uns mit der Dame anzunähern über diverse Schachs. Ist dieser Bauer dann vom Brett gefallen. Und jetzt ist der König auch safe, weil wir hier keinen grundreinen Matt mehr haben. Ja, und mit dem A-Bauern oder wie auch immer. Schwarz hat entscheidenden materiellen Vorteil und Weiß gab die Partie auf. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.